So, aber jetzt auf jeden Fall bin ich besser vorbereitet. Ich fliege nicht nochmal auf den Desktop. Das wäre ein schönes Match geworden. Ohne Spaß. Ich hätte mich da verbarrikadiert. Die wären reingekommen. Ich hätte die umgenukt. Hätte die ein bisschen penetriert. Und dann wäre ich gegangen. Oder die hätten mich penetriert. Und ich wäre nicht wieder gekommen. Also wäre wahrscheinlich eher so ausgegangen. Ja, aber hätte auf jeden Fall mal Bock gemacht. Ja, und jetzt sowas. Aber dass die sofort wussten, dass ich da drin bin, ne, das hat mir auch ein bisschen gestört. Vielleicht haben die auch gesehen, dass ich da reingerannt bin. Kann ja auch gut sein. Aber dass da echt wer im Rocky noch rumgummelt, ey, hätte mich jetzt auch also, ich weiß ja nicht, wie die Loot-Verhältnisse hier sind. Ihr könnt mich schon mal aufklären, ey, wenn ihr irgendwie eine Ahnung habt, wie das momentan hier auf der Map hier ist. Also früher war es ja so, Smallville ist Bullshit, Clearview war gut Loot, Campus war gut Loot, Boulder war früher gar kein Loot, später dann aber auch. Ja, und halt die Military Bases, ne? Gerade hier oben, Norwich. Da werde ich dann jetzt auch gleich hingehen. So, den Haken werde ich machen. Nach Norwich gehen und mich da mal umgucken. Weil, ja, und jetzt Rocky Ford, was machen denn da? Und da waren so viele, hier diese, wie heißen sie, Lockboxen, davon habe ich auch noch ein paar. Die muss ich auch mal wieder aufstellen. Wenn ich es mal öfter spielen sollte, weil nach 3 Wochen, die spawnen dir irgendwie, glaube ich. Falls das auch geändert wurde, bitte klärt mich auf. Ich werde mir eure Kommentare durchlesen, werde da auch noch was zurückschreiben oder so, aber mich interessiert das echt. Also, wenn es hier, oder wie das momentan Sheet-Verhältnis ist, gibt es hier noch viele Hacker oder hat sich das auch gebessert? Ich hab blind das Spiel gestartet, war kurz dann unten, hab mir noch irgendwie was Müsli gemacht, ey, während der Patch geladen hat. Oder die Patches, ich weiß auch gar nicht, was ich da geladen hab. Da kam nur so eine Seite, ist dann aufgeploppt, wo dran stand, ja, hier, die Mützen hier, die Kappen, die du da aufsetzen kannst, die bringen jetzt da so und so viel Prozent, absorbieren die vom Schaden, so ein Scheiß. Aber mehr habe ich jetzt aber, ich habe da aber irgendwie 200 MP geladen oder so, also das kann es ja nicht sein. Habe ja nur gehört vom Kollegen, dass man jetzt auch Autos benutzen kann. Aber nicht nur auf diesen Testservern, sondern auch jetzt echt auf diesen Servern hier, den normalen Standardservern. Vielleicht war das ja dieser große Patch, ich weiß es nicht. Wäre mal schön, wenn ihr mich ein bisschen aufklären würdet. So. Und jetzt bin ich alleine. In der Wildnis. Auf dem Weg zu Blue Ridge Settlement. Bewaffnet mit einer M4 und einem Butterfly-Messer. Kam nicht auch in einer. Genau. Die coole Animation. Habt ihr sie gesehen? Guck mal kurz da. Ohne Jux, das ist ja so eklig. Das Messer dreht sich einfach. Die Hand macht gar nichts. Die Hand macht nichts. Alter Vater, ey. Dat Physics. Man hätte es besser komplett weglassen sollen, oder? Was meint ihr? Guckt euch das mal an. Das widerspricht jeder Realität. Weil das Messer klappt sich ja durch die Hand so auf und zu. Und zumal die Hand bewegt sich gar nicht und das Messer dreht sich da drin, als würde da so ein. Ah, ne, komm, ich will da gar nicht weiter drauf eingehen. Das Spiel war ja früher auch schon voll Bullshit eigentlich. Ah, mir fehlt auch dieses Scope hier, dieses Akok-Visier oder wie das hieß. Akok-Visier. Nein, Spaß. Ich werde jetzt mir erst nochmal einen Schluck von meinem Zielsaft genehmigen. Ist übrigens Pepsi, Zielsaft. Kein Bier. Ich bin nämlich übelster Pepsi-Fanatiker. Ich stehe dazu. Ich habe auch Cola zu Hause rumstehen, aber ich trinke lieber Pepsi. Weil, ist so. Da lang muss ich einfach die Straße längs wahrscheinlich, wa? Ich habe jetzt mega Panik. Auch, warum sollte hier oben einer abcampen? Wer kommt denn schon von hier oben? Aber ich habe auch gar keinen. Aha, gar keinen. Ah, Rangefinder. Da haben wir ihn doch. Kann ich mir jetzt ein bisschen umhergucken. Ob man hier irgendwas sieht, ey. Fühle ich mich ein bisschen professioneller. Kann ich auch genau mit Bullet Drop ausmessen? Aha, 204 Meter. Dann weiß ich ganz genau, dass ich dann so hoch schießen muss, damit die Kugel dem direkt auf den Kopf ploppt. So richtige Spieler, die können das ja irgendwie, aber ich bin da. Ach, ich habe ja noch nicht mal mit dem Snipergewehr geschossen, glaube ich. Oder doch einmal so, aber auch nur auf dem Boden, um den Sound zu hören. Als ich mal einen von hinten mit einer Bratpfanne, einen Sniper auf Sniper Hill in Smallville da,
Habe ich dann einmal mit der Bratpfanne einen übergezogen. War auch mehr Glück als Verstand, ne? Ich hab da 8 Mal draufgeschlagen, glaube ich, auf den Typen. Der Typ, der hat halt seine Sniper in der Hand und hat wild um sich her geschossen. Also es sah da ungefähr so aus, weil er echt. Boah, wow, scheiße, wo bin ich? Weil er echt null Ahnung hatte, von wo jetzt die Bratpfanne kam. Ich hätte auch echt. Weil war ein Soundbug und er hat gesagt, er wird beschossen. Der hat mich halt echt gar nicht gesehen. Der hat da gezoomt und ich schießt, lag mit die Bratpfanne auf in seinen Rücken da rein. Hab den voll umgebratpfand. Und der hat dann nur wild um sich her, so gescoped wahrscheinlich noch, so um sich her geguckt, sonst hätte er mich ja dann noch irgendwie gesehen. So, da hinten sind wir. Ich bin schon in der Safe Zone. Normale Spieler würden sich jetzt ausloggen und das im Menü machen, aber da ich so lange brauche zum Connecten, renne ich einfach wild jetzt in die Safe Zone rein. Und da das ja auch sowieso die beliebteste Safe. Ja, die beliebteste Safe Zone ist, glaube ich. Vielleicht treffe ich da ja einen oder anderen. Da oben hocken mit einer Sniper. Ja. Wie weit ist das entfernt? Ist auf jeden Fall noch im Möglichen, ne? Mal 800 Meter oder so geht das irgendwie, ne? Könnte zu ballern. Das ist echt schon eine Distanz, wenn man sich halt mal überlegt. Obwohl, in echten Leben jetzt eigentlich gar nicht so, ne? Ich weiß nicht, sind das da bis da oben hin 800 Meter? 400 Meter? Kann man doch kein Schwein erzählen, ne? Das wäre eine Runde um den Sportplatz. Nee, das ist hier alles voll in den falschen Maßstab, glaube ich. Dann gucke ich mal die Safe Zone an. Vielleicht hat sich ja hier auch ein bisschen was getan. Da kann ich, glaube ich, reingehen, ne? Ah, das sieht gut aus. Vielleicht kann man da jetzt schon noch mehr machen, als nur zu diesem Spatten gehen, wo man seine Sachen reintun kann. Also in das Global Inventory und so. Ich weiß auch gar nicht, ist das noch begrenzt, ey, oder ist das schon wieder unendlich groß? Weil das begrenzt wurde, habe ich das voll gefeiert, weil dann die ganzen Leute, die schon 80.000 AWPs hatten, nur noch gespielt haben, um zu trollen, dann ein bisschen blöd dastanden. Aber jetzt ist das ja, glaube ich, wieder anders. Ich glaube, ich muss da hoch. Ach, nochmal, weil es so schön ist. Aha, kann ich jetzt nicht. So ein Scheiß. Also hier. Och nö. Oh mein Gott. Jetzt muss ich da wieder hoch. Oha. Ich wollte gerade sagen, diese coole Abkürzung kann man hier nehmen, aber ich falle sofort runter. Ich bin ja noch nie runtergefallen. Sieht man mal, wie ich schon aus dem Spiel raus bin. Ich zocke ja nur noch Counter-Strike in letzter Zeit. So, genau, hier langlaufen. Boah, ist das hell. Verdammt, mach die. So. Aber hier ist auch gar nichts los. Ist das Server noch bevölkert? Ach, 10 Leute noch drauf. Los, Schatzkammer. Weg mit dir. Das brauche ich auch nicht mehr. Benzin, meinetwegen, kann auch weg. Das kann auch weg. Auch weg. Bohrmaschine kann weg. Feuerwerks kann weg. Ah, Verbände kann man eigentlich immer mal gebrauchen. Was zu essen ist auch nicht verkehrt. Impfstoff brauche ich jetzt wahrscheinlich auch nicht so dringend. Brauche ich denn noch? Soll ich einen M4 mitnehmen? Ach ja, komm. Die hatte ich ja eh schon dabei. Und ich habe auch eine Scar schon gesaved. Aber zu essen, zu trinken vielleicht noch, ne? Was habe ich denn hier noch so? Ein bisschen Wasser. Und Dosenschinken. 2. Boah, bin ich doch schon mal ganz gut ausgestattet. Nachtsichtvisier lasse ich auf. Dann sehe ich mehr. So, wohin gehe ich denn jetzt mal? Ah, Norad Military Base wollte ich, ne? Ja, habe ich gesagt. Da gehe ich jetzt dann auch hin. Nur mal hoffen, dass hier jetzt mir nicht irgendwie einer auflauert. Ich bin ja auch echt so unskilled in dem Spiel. So alleine auf jeden Fall. Ich sollte mal wieder mit ein paar Leuten spielen. Ein paar Leute spielst du auch wieder von mir. Ich kann ja demnächst mal so ein Let's Play Together machen mit denen. Weil die sind halt wahrscheinlich wesentlich besser als ich. Wenn man mal sich vorstellt, dass jeder, so irgendein Typ kann hinter jedem Baum hier hocken.
überall. Ey, das ist doch nicht das, wo ich früher. Das ist doch alles anders hier. Was? Blue Settlement? Spring Ride Trailer Park? Was? Alter, ey. Die Map hat sich komplett verändert. World has been changed. Und dann trolle ich mich jetzt einfach mal dahin. Gucken wir mal, was das. Spring. Gucken wir mal, was das so geht. In Norit Military Base. Ich weiß, dass es so Waffenkisten gibt. Und die habe ich früher immer auf meinem eigenen Server gefarmt, weil ich ein Noob bin und mich nicht gegen andere Leute getraut habe. Und deswegen habe ich auch einige Waffen angesammelt. Was aber immer noch wenig ist, im Gegensatz zu anderen Leuten. Die das Spiel jetzt wahrscheinlich schon seit 2 Jahren durchkellern. Das wollte ich nochmal zum Besten geben.